Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir Boldo Goma besiegt und damit endlich die Schlemmstein-Krise beendet. Die Goronen erholen sich langsam und wir schauen uns jetzt mal um, wie sich das Dorf verändert hat und ob es hier noch ein paar Quests gibt. Hier sehe ich auch schon von Bludo den ersten. Ach ja, mir ist etwas eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat. Das war, als wir Schlemmsteine an der Nordseite des Todesbergs abgebaut haben. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Exalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Exalseen? Dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Exalbrüder. Gibt einen Kinderreim darüber. Großer Bruder schütze den Schatz, kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, als ich noch ein junger Kiesel war, dachte, da gäb's einen Schatz zu holen. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ist lang her, aber lass uns auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Junobau ist auch da tätig. Wir müssen also nur in eine Lore hüpfen und ab geht's. Oh, scheiße. Oh, mein Rücken zwickt wieder. Ja, dann mache ich das wohl, ne? Der Schatz der Exalseen. Ich glaube, die Exalseen habe ich auch schon gesehen. Ihr erinnert euch noch? Jetzt müssen wir mal gucken. Der Schmied müsste doch jetzt eigentlich wieder glücklich sein. Neue Materialien. Hat jemand hier Topaz eigentlich? Würde ich die jetzt verkaufen? Bam, 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 bam. Wir gehen mal eben zum Schmied. Und wir merken uns mal, wenn ich jetzt die Karte öffne, dann kann ich mir ja hier so einen Edelstein setzen. Also ich weiß, hier kann ich Edelsteine verkaufen, ja? Bam, bam. Er müsste doch jetzt auch glücklich sein. Sein Schüler ist doch wieder da. Meister Brohan, bitte lass mich noch einmal versuchen, einen Bergspalter anzufertigen. Du wagst es mir so zu kommen, obwohl du einfach so die Arbeit geschwänzt hast wegen irgendwelcher Schlemmsteine? Du brauchst dich hier nicht wieder blicken lassen. Ich kann nicht sagen, dass mein Verhalten entschuldigen würde, aber ich möchte noch einen Bergspalter anfertigen, wie es geplant war. Sieh dir meine Arbeit an und entscheide dann. Wenn sie dir nicht gefällt, akzeptiere ich, dass du mich rauswirfst. Na gut, diesem Enthusiasmus kann ich schon etwas abgewinnen. Aber brauchst du nicht noch Materialien? Und zwar einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten? Wo sollen wir die herbekommen, jetzt da du unsere Materialien und Rücklagen für Schlemmsteine verschleudert hast? Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Die Seele der Goronen. Enthusiasmus hin oder her, das sind ganz schön viele Materialien, die noch fehlen zur Anfertigung des Bergspalters. Ein Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten. Wie soll ich die bloß auftreiben, so ganz ohne Geld? Du, ich gehe. Was ist denn ein Bergspalter? Was müssen wir über den Bergspalter? Ach, das hatten wir ja schon. Bla 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 bla. Okay. Ich gebe sie dir. Was? Du willst mir die Materialien einfach so geben? Vielen Dank. Ich wusste echt nicht mehr weiter. Damit hilfst du mir also sehr. Jetzt kann ich endlich den Bergspalter anfertigen. Oder auch nicht. Ich sag das wirklich ungern, aber du hast gar nicht genug Diamanten. Ich versteh's ja. Das sind kleine Sachen, die man einfach so am Wegesrand findet. Aber wenn du sie mir tatsächlich bringst, gebe ich dir den fertigen Bergspalter dafür. Ich finde, 3 Diamanten für einen Bergspalter ist ein heftiger Kurs. Also wenn die Waffe nicht mega geil ist, weiß ich auch nicht. Das klingt schon fast ein bisschen zu wenig geil. Baden. Kulla, 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 kulla. Hui. Hier wird gebadet. Ich schaue mich gerade mal um, ob sonst noch irgendwas los ist. Jetzt, wo alle wieder da sind. Und bei Sinnen. Düt, 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 düt. Hier noch was los? Bam, 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 bam. Und dann würde ich nämlich sagen, wo wir ja eh hier sind, können wir dann die Gegend ein bisschen erkunden, oder? Oh, 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 oh. Machen wir doch mal die Map auf. Also, wir waren hier hinten ja schon ein bisschen, aber der ganze Hinterbereich fehlt noch. Und hier sind die zwei, die sich um einen Schatz prügeln. Die Frage ist, was davon oder wo ist der Schatz?
Werden wir noch rausfinden, ne? Gehen wir doch einfach mal hier hin. Ist ja unter der Erde, ja, ne? Aber von hier aus können wir ja mal gucken, was noch zu so entdecken ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein kompletter Bereich, den wir nochmal uns anschauen können. Hier müssen wir noch einen... Hey, hier unten, wir haben das alles noch nicht gemacht. Was ist denn das? Quelle der großen Fee. Oh, die sind auf der Karte eingezeichnet. Okay, das ist cool. Das ist cool. Wo ist denn die erste Quelle der großen Fee? Da. Witzig. Das finde ich aber cool, dass die jetzt eingezeichnet sind. Da ist auch noch eine. Da. Können wir wieder ein Liedchen trällern. Ich würde sagen, wir können auch dann in diese Richtung vordringen. Aber erstmal hier hinten so gucken, was ist hier los, was ist hier so rum, ne? Also gehen wir ruhig mal hier hin. Und von da aus schauen wir uns noch ein bisschen um. Gehen dann in dieses eine Gebiet, was noch nicht aufgedeckt ist. Da können wir mal gucken, was wir da noch an Tempeln und Co. finden. Und dann würde ich sagen, um das Startgebiet herum, da wo alles begann, lass mal die ganze Gegend aufdecken und vor allen Dingen, ich möchte unbedingt gern aufs Plateau. Ihr erinnert euch vielleicht noch an, was passiert hier? Okay, hallo? Ach, da ist er. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Yunobos Geist zur Hilfe rufen. Ist doch schön. Sind die beide unterwegs mit mir? Das ist ja cool. Ihr erinnert euch vielleicht noch bei Breath of the Wild an den Anfang. Also da gab es ja diese dieses Tutorial-Plateau. Und da möchte ich gerne nochmal wieder hin und gucken, wie sich das entwickelt hat. Und dann können wir nämlich da mal den Anfangsbereich uns anschauen. Komm mal her. Da wäre ich doch etwas neugierig. Ja, und dann würde ich sagen, das ist ja erstmal wieder dann genug erkunden und erforschen. Danach könnten wir eigentlich auch dann zu den Zoras gehen. Also jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins Erforschen über, erkunden die Welt ein bisschen, gucken nach Dungeons. Und wenn wir dann genug erforscht haben, gehen wir aber wieder weiter mit der Story, ne? Immer so einen gemütlichen, gesunden Mischmasch, würde ich sagen. Jetzt würde ich mich erstmal aufmachen zur Richtung... So, warte, der beiden wunderschönen Echsen. Das ist irgendwo hier so lang. Sind da noch Leute? Das sieht aus wie so ein Lager da hinten. Ich kann mal nur kurz gucken, da oben ist auch wieder so ein dicker Drache. Ist hier irgendjemand? Hallo? Da ist jemand. Hi. Marist, bist du ein Reisender? Hat dich der Duft des Essens, das sich zubereitet, angelockt? Dies ist das Lager der zweiten Monsterwehreinheit. Der zweiten Monsterwehreinheit unter Truppenführer Thoren. Die Einheit befindet sich gerade im Einsatz. Ich würde dir daher empfehlen, dir ein anderes Reiseziel zu suchen, bevor du noch in Gefahr gerätst. Ah. Wenn du den Hang da vorne hochsteigst und der Straße folgst, kommst du zu einer Höhle. Dort ist das Monsterlager. Thorens Einheit ist vor kurzem aufgebrochen, um es mit den Monstern dort aufzunehmen. Oh. Ich bin zurückgeblieben, denn ich bin hier der Koch und von mir bekommen unsere Leute das Festessen einer Elite-Einheit. Ah. Du bist hergekommen, weil du auch hungrig bist, oder? Dann gebe ich dir was von meiner Spezialität. Ausdauer-Pilz-Omelette. Die Leute von Thorens Einheit sind gute Kämpfer, aber sie werden auch schnell hungrig. Hoffentlich knurrt im Kampf niemandem der Magen. Die Monster könnten dann leichtes Spiel haben. Würde mich sehr freuen, wenn ihnen jemand helfen könnte, falls sie mal in der Klemme stecken. Da geht kein Quest auf. So, wo ich jetzt gerade hier stehe, wir nutzen mal den Moment und nehmen jetzt dieses super duper Edelwild. Ne, das Luxuswild nicht. Es reicht dieses Edelwild. Das nehmen wir in der Hand und dazu ein Ei. Und das da. Ich koche jetzt mal ein bisschen vor mich hin. Wir brauchen mal wieder ein paar Gerichte. Ich habe sehr viel gegessen im letzten Dungeon und damit wir einfach gerüstet sind, ne? Alter, 5 Herzen. Wir müssen viel weniger reinmachen. Wir haben ja noch gar nicht so viel. Okay, dann, das geht wirklich schneller. Dann nehmen wir das in die Hand, ein Ei drauf, fertig. Ja, das passt. Edelgeflügel. Das normale, wir können auch das normale Geflügel nehmen. Und dazu noch Tomaten. Einfach ein bisschen rumexperimentieren. Kochen jetzt ein bisschen was zusammen, einfach damit wir ein bisschen Essen haben.
Ein Fleischspieß. Geflügel in die Hand und dazu... Was haben wir denn noch so an Stuff? Vielleicht mal so eine Frostmelone. Mal gucken, was passiert. Solange es keine dubiose Matsche wird, ist ja alles gut. Ein Kühlungsfleischspieß, okay. Wenn wir jetzt einen Apfel nehmen und dazu noch eine Banane und dann ein Edelgeflügel, was passiert dann? Kraftkochobst, okay. Was haben wir denn noch so am Start? Jede Menge Fisch vor allen Dingen. Jede Menge Fisch. Da können wir auch ein bisschen was verkaufen. Ich habe so viele Hyrule-Barsche. 40 Stück. Verrückt. Nehmen wir einfach noch ein bisschen. Wir machen mal noch weiter. Wir nehmen mal noch ein bisschen Edelwild in der Hand. Dazu packen wir noch eine Spurtkarotte. Warum nicht? Komm. Wir mixen erstmal ein Bild durch die Gegend. Wenn ihr irgendwelche Rezepte habt, die ihr empfehlen könntet oder möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Bin immer offen. Ihr wisst das ja. Ich werde auch gleich mal gucken, dass ich mir mal eure Kommentare wieder hervorhebe, damit wir demnächst mal wieder durchlesen. Ich hatte mir extra viel aufgeschrieben, das war noch vor Wacken. Und ich muss in meine... Ich habe so einen Ordner, wo ich das immer schön reinspeichere. Muss ich mal sehr weit nach oben scrollen jetzt inzwischen. So, das soll, glaube ich, erstmal reichen, oder? Jetzt haben wir ja wieder ein paar Gerichte. Jetzt sammle ich mir noch diese wunderbare Echse ein, die sich hier auf... Hat sich hier richtig gemütlich gemacht. Voll witzig. So. Wir gehen mal zu den Quests. Wo finde ich die? Ne, die finde ich nicht hier. Die finden wir hier. Und dann gehen wir da aufs Tagebuch und dann sagen wir, Stadt der Legenden, habe ich ja gefunden. Der Schatz der drei Quellen, das Erbe der Orni, Stadt der Legenden, die Seelen der Goronen, der Schatz des Exalsees. Okay, aber da wird mir tatsächlich nichts angezeigt, sondern... Mal die Karte auf. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hin. Wir gehen erstmal zu dem See und dann gehen wir zu dem anderen See. Einer der Seen wird es ja wohl sein. So, gehen wir jetzt erstmal hin. Wo ist denn in diese Richtung? Ja, ganz falsch. Na dann mal los. Wir gehen einfach mal hin. Da vorne sehe ich auch noch einen Tempel. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Ne. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Gehen wir da hin. Komm. Ganz gemütlich, aber ohne Hass, ne? Wie man das gemütlich. Nehmen wir noch eine andere Waffe raus und ab geht die wilde Fahrt. Wenn ihr irgendwo einen Croc oder so seht, sagt ihr Bescheid. Den juckeln wir uns auch noch rein. Und dann gehen wir mal gucken. Da hinten läuft so ein Digger rum. Mit seiner kleinen Gang. Alter, das ist eine richtig große Gang. Klein ist die nicht? Verrückt. Da lümmelt sich schon was zusammen, so. Ich habe mich auch gerade nochmal wegen den Batterien jetzt informiert, wie das genauso funktioniert. Also ist tatsächlich, ich habe Schatzi so gefragt, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn eine erste Batterieerweiterung gekriegt? Ich meine, die ersten drei Tempel hatte er durch, bevor er da mal überhaupt gereilt hat, wie das geht. Es spielt, also für die Batterien spielt eigentlich die ganze Musik im Untergrund. Er meinte, ich komme da noch irgendwo hin, zu so einem Tempel, wo der genau ist, sagt er mir aber nicht. Und dann wird sich mir das alles noch erklären. Schauen wir mal. Also wir bleiben da ganz entspannt. Das ist nicht ungewöhnlich, dass wir das so lange noch nicht haben. Irgendwas tut sich im Untergrund auf. Da gibt es wohl einen zentralen Ort, wo diese Relikte am Rumeiern und Schürfen sind. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? So, das ist jetzt der erste, oder? Ja, das ist der erste. Oh oh. Also hier sehe ich jetzt schon mal den ersten. Aber einen Schatz sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Yo, das ist nicht mal ein Heady, Leute. Was sagt ihr denn dazu? Braucht keine Amiibos, geht auch so, ne? Mit Amiibos ist es aber bedeutend einfacher. So, wo ist denn jetzt hier ein Schatz? Die
streiten sich ja irgendwie um den Schatz. Der muss ja eigentlich zwischendrin sein, zwischen den beiden. Du musst es auf der Karte angucken. Die jagen beide den Schatz. Dann wäre das irgendwo so hier. So mittendrin statt nur dabei. Beide sind ja hinter dem Schatz her. Ich gehe jetzt aber trotzdem erstmal zu diesem Tempel da. Einfach nur, damit wir den haben. Und dann schauen wir einfach mal. So sehe ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal noch nichts. Aber es ist ein schöner See. Vielleicht bin ich auch komplett falsch, aber weiß ich nicht, von der Namensgebung her und so wirkt das schon sehr richtig. So, wollen wir da hoch da jetzt? Upsala. Da ist er, der nächste Tempel. Voll schön. Ich wollte dich nicht umbringen, aber du... Es musste sein. Ich brauchte das Fleisch. Aber voll schön. Also die Tiere sowieso generell. Ganze Animationen. Wunderbar. Ich spiele ja gerade den Forest Ranger Simulator. Wenn du das mal vergleichst. Von der Animationsqualität, wie dort ein Reh läuft und wie ein Reh dort aussieht. Naja. So, machen wir den mal auf. Ne? Den Sibati. Irgendwas schreien. Kaching. So, wir gehen aber noch nicht rein. Den heben wir uns nämlich für nächste Folge auf. Da vorne sehe ich Rauch. Warte, ich mache mir mal noch ein Symbol ran, dass ich das nicht vergesse. Hier, warte. Markierung. Wir nehmen Herzchen. Herzchen sind Schreine, wo man noch hin muss. So. Aber wir haben jetzt noch 3 Minuten, nicht mal mehr ganz. Und da lohnt sich das nicht. Weil das für heute auch die letzte Folge meiner Aufnahmesession ist. Und er speichert in den Schreinen nicht. Deswegen bin ich clever. Oh nein, falsche Waffe. Und mach den dann lieber nächste Folge. Clever? Clever, ne? Mhm. Katsching! Feuer Exalfos Schwanz. In diesem Exalfos Schwanz ist die Hitze der Umgebung gespeichert. An Waffen verlängert er deren Reichweite, ist aber auch als Medizinzutat nutzbar. Feuer Exalfos Horn. Dieses Horn glüht dank der Kraft des Feuers. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Mit den richtigen Zutaten kombiniert kann es für feurige Effekte sorgen. So, irgendwo hat das doch hier geraucht. Da gehen wir jetzt mal hin. Wo Rauch ist, da ist meistens ja irgendjemand, ne? Meistens ist da wer. Deswegen lass mal eben gucken. Was da oben ist. Es könnten Gegner sein, es könnten aber auch nette sein. Man weiß es nicht. Finden wir es raus. Ich habe irgendwie seit Ewiglichkeiten diese gelbe Ausdauerleiste. Ich weiß gar nicht, wie lange die bleibt. Ich will mich nicht beschweren. Die Monster sind da vorne. Ach, guck mal, das ist dieser Trupp. Moin. Hey. Was gibt's denn? Oh. Wir sind gerade im Einsatz gegen diese Monster. Moment mal, Link? Aber ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich, Thorin? Wir haben uns in Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Sag mal, bist du etwa hergekommen, uns zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter da vorne ihr Unwesen treiben. Wir wollen uns zunächst ihrem Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Wenn es dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch, dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Ja, gerne. Bringe Eldin Frieden. Na gut, jetzt nützt das nichts. Jetzt gehen die da hin. Dann gehen wir mit, oder was? Wenn die sich mal nähern, wo nähert ihr euch denn hin? Anhalten! Okay, dann halten wir jetzt auch an. Hier ist nämlich jetzt Schluss. Meine Lieben, alles kampfbereit. Okay. Der Hahn kräht gerade und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann jetzt trotzdem einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, dann lasst bitte entsprechende Däumlein da. Monsterhöhle am Daramansee. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Macht sie wieder!